neue Champion hat in seiner Sportart 3 olympische Medaillen errungen. Und dieser Champion heißt Erik Frenzel. Der 25-jährige Erik Frenzel, Olympiasieger in der nordischen Kombination in Sotschi, ist Champion des Jahres 2014. Ja, also Wahnsinn. Also es ist unbeschreiblich gerade. Es ist natürlich eine riesen Ehre, jetzt zum dritten Mal es geschafft zu haben. Und ich bin natürlich riesig glücklich über diese Situation. War wieder eine sehr schöne Woche, die wir hier erleben durften. Und jetzt zum Schluss mit einem sehr krönenden Abschluss. Also besser kann es nicht laufen. In einer geheimen Wahl musste jeder entscheiden, wem er seine Stimme gibt. 72 Athleten haben zusammen eine Woche Urlaub im Robinson Club in Soma Bay verbracht. Entschieden hat am Ende jeder nach seinen ganz persönlichen Kriterien. Natürlich ist der Eindruck, jetzt, den man hier gewinnt von dem Sportler, auch wichtig. Aber wichtiger für mich persönlich ist die sportliche Leistung, die man vollbracht hat. Und die Leistungen sind beachtlich. Alleine 42 olympische Goldmedaillen haben diese Athleten erkämpft. Da kann man auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen bei einer entspannten Bootstour in den Sonnenuntergang auf dem Roten Meer. Die einige zur Freude der gesamten Crew zu ganz besonderen Darbietungen genutzt haben. Einfach traumhaft. Traumhaft schön, herrlich. Man könnte es sich nicht schöner vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall richtig coole Aktion. Wird uns richtig was geboten bei dem Wetter, bei dem Sonnenuntergang. Viele nette Leute, das ist echt top, also bombastisch. Ja, das war der schönste Moment eigentlich. Da haben alle gedacht, wir haben schon ein schreckliches Leben. Ne? Das war schon auf alle Fälle, ich glaube sogar eins der Top 5 der Momente in meinem ganzen Leben. Das war schon echt schön. Dass alle Nominierten das Siegerauto verdient hätten, hat sich schon beim Rennen im Sand herauskristallisiert. Genauso wie die Tatsache, dass auch Beachvolleyballer auf dem Golfplatz gar keine schlechte Figur machen. Come on. Die Medaillengewinner aus dem Wintersport haben das Kontrastprogramm zu ihrem Alltag im Schnee sichtlich vergnügt ausgenutzt, mit größter Begeisterung vor allem für die Unterwasserwelt in Ägypten. Heißer ging es definitiv beim Beachvolleyball zu und da hatten einige den Großteil ihres Sportprogramms schon hinter sich. Ehrlich gesagt sind hier alle Aktionen ziemlich großes Kino. Jede Party ist ein Highlight für sich und insofern könnte ich jetzt gar keinen Favoriten nennen, aber ich finde, es ist bisher einer der schönsten Clubs, wenn nicht sogar der schönste Club, den wir bisher besucht haben. Und ich bin so froh, wieder hier mit dabei zu sein. Es ist super toll, so viele andere Athleten zu treffen und ich muss sagen, der Club ist fantastisch, war perfekt organisiert und ich würde gerne auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Erstmals beim Champion des Jahres das Biathlon-Rennen am Strand, bei dem nicht nur die Teilnehmer zu Hochtouren aufgelaufen sind. Bei 46 Grad in der Sonne geht eine schöne Woche in Ägypten zu Ende. Mit Erik Frenzel als Champion des Jahres 2014.